Herr Niki Lauder, der ist tot mit 70 Jahren gestorben und im Wiener Stephansdom, da verabschiedet sich die Öffentlichkeit von ihrem ganz großen Idol über viele Jahrzehnte. Er, der damals Helmut Marko in der Formel V für das Team Cayman beerbt hat und später 75, 77 und nach dem Comeback 84 dreimal Formel 1 Weltmeister wurde, dazwischen 76 dieser unglaubliche Feuerunfall am Nürburgring, wo er inmitten von hunderten Litern Benzin verbrannt ist und danach die erfolgreiche Karriere auch im Management Michael Schumacher zu Ferrari gelotst, damals als Berater der Scuderia, dann bei Jaguar gearbeitet und zuletzt bei Mercedes, wo Lewis Hamilton am Weg ist zum 6. WM-Titel seiner Karriere und die Silberpfeile nach Lust und Laune quasi alles gewinnen. Und Lauder dazwischen noch die erfolgreiche Karriere als Unternehmer, Fluglinien gegründet, gewinnbringend weiterverkauft. Ein Mensch, der über viele Jahrzehnte die Österreicherinnen und Österreicher begleitet hat, vielleicht vergleichbar mit Idolen wie Toni Seiler, Karl Schranz oder auch Franz Klammer. So viele großartige Sportstars, internationale, hatte Österreich in dieser medialen Welt von damals nämlich nicht. Und Lauder, der hat das geschafft und eine einzigartige Formel-1-Karriere hingelegt. Und im Stephansdom, da konnte man sich am Vormittag verabschieden über mehrere Stunden. Die Menschenmassen sind am Sarg vorbeigepilgert, obendrauf sein alter Rennhelm. Man hat sich verabschiedet, pietätvoll und still. Und es hat sicher nicht jeder geschafft, seinen Platz bei dieser Verabschiedung im Stephansdom dann noch zu finden. Das Requiem, da wurden die Medien ja dann schon ausgeschlossen, da unter anderem Gerhard Berger, Sebastian Kurz, Arnold Schwarzenegger mitreden, das Who is Who der Formel 1 und Sportwelt und ganz, ganz viel Prominenz aus anderen Bereichen, fast 500 Ehrengäste, die Niki Lauder hier auf seinem letzten Weg begleiten wollen.